Ja, wir sind jetzt auf dem Weg zum Kap der Guten Hoffnung. Und wir haben jetzt angehalten hier an einem wunderschönen Strand. Ich habe mich jetzt ein bisschen abseits gestellt, weil hier ein bisschen weniger Wind ist. Und hinter mir läuft so ein Strauß rum. Das Lustige ist, wir haben den Strand fast für uns ganz alleine, weil alle einfach nur weiterfahren. Die wollen alle zum Kap der Guten Hoffnung. Keiner hält irgendwo links und rechts an und das gibt uns da halt die Möglichkeit, hier an diesem wunderschönen Fleck irgendwie ganz für uns und relativ ungestört zu sein. Ja, ja. Super. Ja, ist ein toller Hammer, ja. Ja, aber ich drehe uns mal kurz um und ich drehe mich mal kurz um, dann seht ihr diesen tollen Strand. Karibik-Feeling. Schon am Kap der Guten Hoffnung. Und wir sind aber jetzt momentan gerade auf so einem kleinen Hügel, weil wir darauf warten, dass es ein bisschen weniger Menschen dort unten werden, weil es sind gerade drei Reisebusse oder sowas angekommen. Und jetzt versucht jeder, der da unten gerade ist, ein Foto mit dem Schild vom Kap der Guten Hoffnung von sich aufzunehmen. Jetzt sieht es so aus, als würden die Busse gerade wegfahren. Es müsste jetzt der letzte Bus gewesen sein. Also nichts wie runter und dann versuchen wir es mal. Ja, wir haben jetzt Gott sei Dank unser Foto bekommen. Ja. Und jetzt schauen wir uns nochmal den letzten Aussichtspunkt hier an, den Leuchtturm am Kap der Guten Hoffnung. Genau. Ist fast keiner hier. Ja, fast niemand da. Wir machen es jetzt auf dem Weg zum Strand. Es ist heiß und wir wollen uns noch mal eine Runde erfrischen. Ja. Wir haben von so einem coolen Strand gehört, der ein bisschen versteckter ist. Und wer versteckt, das können wir jetzt gerade gebrauchen, weil hier sind so viele Leute. Ja, furchtbar. Es ist schon schön, die Aussichten sind schön, aber es macht halt, es verzahlt einfach nicht, wenn einfach 100 Leute hier um einen umgehen. Ja, und die Aussichtsplattform, die Aussichtsplattform ist ganz klein um den Leuchtturm. Und da hat man echt wirklich kaum Platz, sich irgendwie zu bewegen. Also wenn ihr das machen wollt, macht es auf jeden Fall irgendwie, ich glaube, das macht ihr um 6 Uhr morgens auf im Sommer. So früh wie möglich. Ja. So früh wie möglich, also wirklich. Und kombiniert es am besten gleich mit dem Kap der Guten Hoffnung, weil das ist irgendwie nur 5 Fahrminuten voneinander entfernt. Viel zu kalt!